Ja, ich begrüße euch ganz herzlich noch zu Pranayama Nadi Shodhana Stufe 3 und zwar mit der Anhaltephase 1 zu 6 zu 4. Das ist recht intensiv, wenn wir bei 4 einatmen, also auf 4 Sekunden einatmen, halten wir 24 Sekunden an und atmen auf 16 Sekunden aus. Probieren es einfach mal mit mir aus, wieder ins Nasikakra Mudra kommen mit der rechten Hand, das rechte Nasenloch verschließen. Und auf links auf 4 ein. Und halten. Rechts aus. Rechts ein. Halten. Links aus. Ja, auf 4 eingeatmet, auf 24 angehalten und auf 16 ausgeatmet. Wenn du merkst, du erschöpfst dich dadurch oder es ist zu anstrengend, dann ist es noch nicht dein Rhythmus. Dann geh einfach zurück auf 4-16-8 oder sogar auf 4-8-8. Also das ist eigentlich völlig egal jetzt. Also man sollte nicht diese Grenze überschreiten. Wenn der Atemreflex kommt, dann kommt er und dem muss man dann wirklich folgen. Es ist wichtig dafür, Nadi Shodhana Stufe 1 und 2 wirklich perfekt zu beherrschen, um es dann auch genießen zu können, in diese Anhaltephase zu kommen. Und dadurch erst, wenn man es genießt, kann man da ganz eintauchen und die Gedankenstille kann dann eintreten. Ja, auch dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und auch diese Übungen werden wir dann integrieren in die Lektionsstunde 10.